Hallo, Herr Stummer. Ja, bei mir auch. Also, was ihr mir schon an Fragen gestellt habt, das waren die erste Frage: Bei welcher Wassertemperatur hält man die Items am besten? Also, ideal sind 28 Grad. Genau, also ich habe bei mir auch immer so zwischen 28 und 27. Kommt immer darauf an, nach dem Wasserwechsel ist es ein bisschen kühler, dann geht es wieder ein bisschen hoch. Im Pflanzenaquarium muss man auch mal ein bisschen gucken, grenzwertig. Aber je älter die Algen werden, kann man, glaube ich, mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Kann auch 27 Grad halten, das ist kein Thema. Sehr gut. Da, nächste Frage. Was ist das Geheimnis, dass sie so schnell wachsen? Viel Wasserwechsel, das heißt wirklich 30% mindestens und bei hohen Fischbesatz 50%. Das mache ich bei mir auch. Also ich mache jede Woche mindestens 100 Liter raus oder eher 200 sogar. Einfach um halt den Nitratgehalt so niedrig wie möglich zu halten und die Keimdichte wahrscheinlich, oder? Genau, dass man die Bakteriendichte, ja. Genau, auch ein bisschen unten hält. Dann, was haben wir denn noch? How is the best way to acclimate the autumn when they come from the river? Also auch für die deutschen Zuschauer wurde gefragt, wie die Möglichkeit am besten besteht, wenn man Wildfänge bekommt, die am besten einzugewöhnen im Aquarium. Also die beste Methode ist eigentlich sehr weiches Wasser. Das heißt viel Osmosewasser mit ein bisschen Leitungswasser. Leitwert so um die 100 Mikrosiemens. Ja. pH-Wert sollte unter 5 bleiben die ersten 4 Wochen und dann kann man langsam rauf, sagen wir, bis auf 6 pH-Wert. Aber dann müssten sie eigentlich stehen nach 6 Wochen und halt wenig füttern, keine hohe Belastung im Wasser. Also einfach nur ein bisschen Frostfutter rein, nachdem er weiße Mückenlarven braucht, auch kein Lehmfutter zu füttern. Die kennen an Frostfutter genauso ran. Temperatur 28 Grad und wenn langsam der pH-Wert hochgeht, dann gewöhnt sich dann langsam auch dran. Also nicht zu schnell den pH-Wert nach oben, das ist ganz wichtig. Auf Deutsch habt ihr es gehört, ich versuche es mal ins Englische zu übersetzen, was Simon gerade beantwortet hat. He tells that the best way to acclimate the autumns from the White River to the aquarium is when you have nearly the parameters how we have in the nature. That means low pH level and low electrical. Was heißt elektrische Leitfähigkeit? Mikrosiemens. So that means not a lot minerals in the water. Then you can step by step keep it up more like your parameters you have at home, but very slowly. And for beginning, good food. Try them to feed them with frost food and then step by step, but very low. And you need time to acclimate the fishes. And good luck for a good import. Yeah, and a good luck this is a problem for the last 10 years, yeah. many items die. Yeah, then the next question, nächste Frage. Was ist der beste Fisch, Begleitfisch, sage ich mal, für die items? Also am besten wird immer schöner Schwammrotkopf. Ja, Rotkopfsalmer hatte ich sogar auch mal hier in dem Becken, aber da waren sie zu hungrig. Und wenn sie größer sind, letzter Ende problematisch, wenn man Pech hat, dann kann man euch auch Schmucksalmer rein tun oder rote Phantomsalmer, schwarze Phantomsalmer, also hochrückige Arten. Ne? Aber jetzt keine rote von Rio oder Blutsalmer, weil die zopfen oft gern hinten an den Flossen dran, als sie an die Flossenspitzen rangehen. Da muss man wirklich vorsichtig sein mit solchen Fischen. Genau, da sollte man eben drauf achten und was ich selber festgestellt habe, ruhige Fische. Also keine, die jetzt mega hektisch hin und her schwimmen, weil der Alto, wie man sieht, ist ein sehr ruhiger Fisch und da braucht er keine Hektik. Möglichst aus Südamerika als den Biotop oder Alto. Genau, das ist das Beste. Bei mir gerade ein Negativbeispiel eigentlich. Ich habe da die Kongo-Sammler mit drin. Habe ich mir auch schwer getan, das zu mischen, nicht nur bei Südamerika zu bleiben, aber die Fische gefallen mir einfach so gut und die sind vom Verhalten her eigentlich wirklich auch passend zu dem Aquarium, zu dem Fisch. Zum Altum sind schön groß, auch ruhiger Fisch. Also wichtig sind auch Corydoras, ein Schwarm Corydoras für die Bodenreinigung. Genau. Dann halt ein paar Amcistrus-Arten wie den L183 zum Beispiel für die Reinigung der Scheiben und der Steine. Und man kann auch Odozyklus mit rein tun. Und natürlich auch 20 Liter Abistogramma-Arten. Kann man auf jeden Fall mit einem der belebsten Unterbereich nur bis aber jetzt der Altum als Hauptfisch in der Mitte ist. Genau, so habe ich das bei mir auch. Ja, du hast ja auch da Lorica Ida drin oder Soma oder Faruella oder hier. Ja. Ja. Also ist schon ein schönes Becken. Aber wenn die Kongo sagen, ein bisschen aus Afrika kommen, sie sehen aber trotzdem schön aus und halten sich ruhig. Das kann man auch kombinieren, das sieht man ja hier. Was haben wir noch? Ich würde interessieren, wie viele Zuchtpaare
du eine Anlage Aktuell hast. habe ich vier Zuchtpaare, das heißt ein Orinoco-Paar, dann ein Inirida-Paar, dann Adabarbo Red habe ich zwei Zuchtpaare, weil die momentan sehr gesucht sind. Ich hoffe, dass es jetzt mal klappt mit der Zucht. Die sind doch die schwierigsten, die Adabarbo. Aber wie gesagt, aktuell habe ich auch Jungtiere von Inirida und Orinoco schwimmen. Die Abgabe ist dann Ende September. Sehr gut, dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Was ist deine Lieblingsstandardvariante von den Altungen? Aktuell sind es die Basimoni, weil es ganz neue Tiere sind. Aus dem Gebiet Basimoni, wo das genau ist, habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgefunden. Der Großhändler hat gesagt, er weiß es selber nicht, aber das sollen welche aus dem Basimoni sein, das weiß er sicher. Aber die haben halt eine schöne hohe Körperform und einen extremen Nasenknick. Sehen wunderschön aus, auch ein bisschen diese Rotfärbung oben mit drin, wie die Barbaret. Und davon verspreche ich mir viel. Ist vielleicht das nächste Jahr, dass sie zum Leichen bringen. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten die Inirida sind euch super, weil die eine hohe Körperform haben. Ja, sieht man ja. Ja. Da die zwei großen von mir. Die hier. Das Augenpärchen. Auch von Simon natürlich. Die wirken schon elegant. Ja. Tolle Körperform und wirklich auch farblich, um die Tiere sehr viel zu bieten. Dann, was ist die perfekte Beckengröße für Skalare? Also, ich sag mal, für Skalare kann man anfangen mit 1,20, 60, 60, wenn man jetzt Altungs hat. Es geht mit 60er Höhe auch, wenn wenig Bodengrund drin ist und halt viel Schwimmraum und vielleicht nur zwei, drei Pflanzen im Hintergrund oder eine Wurzel im Hintergrund, es ist Schwimmraum haben. Aber besser ist noch 70, dann ziehen sie einfach nochmal 5 cm länger die Flossen aus. Das seht ihr jetzt bei mir, das ist eine 70er Beckenhöhe. Ich habe auch ganz wenig Kissen unten drin, weil ich den Tieren einfach möglichst viel Platz in die Höhe auch geben wollte. Da sind es an den Filamenten oben an den Flossenspitzen, genau. Die ziehen dann nochmal 2-3 cm aus und das macht den Fisch noch ein bisschen majestätischer. Ja. Finde ich auch viel eleganter, wenn sie gerade schwimmen, wenn die so hinterherziehen. Wenn sie so abgeschnitten sind. Genau. Das wirkt auch einfach passender, finde ich, wenn ein Fisch nicht Ober-Unterkante im Becken steht, sondern auch ein bisschen Platz nach oben. Ist ja ein Glattfisch und der wirkt halt durch die Höhe auch. Genau. Dann, was haben wir noch? Ist eine Haltung mit einem Diskus möglich? Das habe ich seit Jahren praktiziert. Also wenn man gesunde Diskus hat, dann kann man auch allem dazusetzen. Ist kein Problem. Und Paarhaltung auch kein Problem, oder? Wenn man jetzt unbedingt ein Paar haben will, ist es schwierig, es halt erstmal ein Paar zu finden. Und man muss eigentlich eine Gruppe nehmen, sag ich mal, mit 6 Stück, dass sich dann einmal ein Paar findet und dann kann man sicher das Paar alleine halten. Das mache ich ja auch, wenn ich so zur Zucht ansetze. Ja. Da schwimmen die auch Jahre allein in dem Becken, das ist kein Problem. Also habe ich es jetzt eigentlich auch geplant. Also ich hatte das Irina-Paar schon vom Simon und habe jetzt dann noch die kleineren und habe auch eine größere Gruppe genommen und da warte ich jetzt auch, bis sich noch ein Pärchen bildet. Und dann überlege ich mir auch, bleibt die Gruppe komplett drin oder dann nur zwei Pärchen. Das wird sich dann sehen, auch wie gut das Paar dann harmoniert. Ob sich überhaupt eins findet, kann auch sein, dass ich nur zoffen. Dann lasse ich lieber die Gruppe und dann verteilt sich die Aggression so ein bisschen. Ja, aber es wirkt halt auch im Schwarm schön. Also in der Natur schwimmen die ja in großen Schwärmen von 20 Tieren oder so. Ne? Da wirkt es schon. Also deswegen, wenn jetzt einer anfängt, soll ich mindestens 6 Stück in so 1,50 m Becken rein. Das sollte schon sein. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt nur noch ein Paar haben und mein Gott, dann kann das auch alleine bleiben. Das ist jetzt nicht so drauf. Genau, und ich muss auch ehrlich sagen, man merkt es auch den Tieren an, vom Verhalten, dass sie sich in der Gruppe eigentlich wohlfühlen. Weil sobald ein bisschen Gefahr, man kann sie immer so ein bisschen simulieren, wenn man so ein bisschen mit der Hand drin rumfuchtelt, die ziehen sich immer zusammen. Also es ist kein Fisch, der jetzt einer abhaut, sondern die ziehen sich immer zusammen und suchen den Schutz in der Gruppe. Also es ist halt ein Gruppentier und das merkt man den Fischen auch einfach an. Und das sind jetzt eigentlich Orinoco-Aldung, so bezeichnen sie ich, weil das ist eine Kreuzung aus Orinoco und Adabarbo. Ich hole euch mal ein Stück mit ran, dass Simon das auch genau zeigen kann. So, Simon. Diese Kreuzung ist mir eigentlich gelungen, ein Orinoco zu kreuzen mit einem Adabarbo und diese Zucht untereinander ist aber nur unter Altungs möglich. Also ich kenne keine, da, wo man Altung mit einem Skalar gekreuzt hat. Da gibt es kein Video, kein Foto und gar nichts. Und da wird immer bezeichnet als Hybrid, aber ich kenne da niemanden und ich kenne auch keine Videos, wie gesagt.
Fotos im Internet und da hätte schon längst einmal einer was dokumentiert. Und nach meiner Meinung ist es nicht möglich, ein Aldum mit einem Skalar zu kreuzen. Es geht nur Aldum mit Aldum aus verschiedenen Flüssen. Das ist machbar, wenn man sie gut stimuliert. Ja. Geh nochmal auf den Unterschied Männchen und Weibchen ein. Erkennst du das schon bei den Kleinen, die ich jetzt drin schwimmen habe? Oder ja, ist es schwer? Man sieht es an der Körperform schon, die Männler wie der da hier, das müssen Männchen sein, die sind vom Buckel schon steiler, der Knick ist ein wenig ausgeprägt, der Körper ist ein bisschen höher und die Weibchen sind meistens, so wie die hier, etwas gedrungener auch. Ne? Man sieht, ist der Nasenknick nicht ganz so extrem. Bei dem linken Tier, das müssen Männchen sein, das rechte müssten Weibchen sein. Da sieht man es ganz gut bei den beiden. Mhm. Auf was soll man sonst noch achten, wenn Augen... Körpergröße-Verhältnis wahrscheinlich, wenn man sie ja, kauft im Handel. Ja, zum Körper passen, das sieht man ja bei den Tieren, die sind eigentlich, mit der hier ist eigentlich super gewachsen. Ne? Also eine schöne Spannweite, für 10 Monate ist der optimal gewachsen. Und die Farbe kommt jetzt immer mehr durch. Ja, das sieht man auch in den Flossen, da das Blau-Rot, ja, der sieht ist man schon toll. Richtig schön. Gesagt, das auch ist auch jetzt in dem Sinne was Besonderes, weil da ist ein Adababa mit einem Orinoco gekreuzt und davon versprechen wir auch wunderschöne Aldums. Die sind auch jetzt schon schön. Ja, also mir gefallen sie auch. Die gerade in der Kombination auch mit den zwei Großen. Die kriegen noch viel Farbe. Da freue ich mich schon drauf, wenn die Jungs ein bisschen größer werden. Das sind mal ein fauler Wetter bei der Arbeit. Schön am Algen abnagen. Jo, wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne auch privat schreiben. Ich kann euch gerne auch mal von Simon noch ein paar Videos weiterleiten und auch hier mal hochladen. Vom Ableichen kann ich mal... Genau, wie die Tiere bei ihm ableichen. Und dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir. Auch wenn ihr Fragen habt, wo man die Tiere vom Simon kaufen kann, dann gebe ich euch gerne den Link weiter. Einfach schreiben, ich vermittle euch dann. Oder ihr schaut direkt auf deine Homepage. Genau, skalarezucht.de. Und ich mache nicht bloß alles, ich mache auch Santa Isabel Skalare oder Rotrücken Skalare. Ab und zu mal ein paar Zichliden oder Welse, wie es halt gerade platzmäßig hinhaut. Aber das Hauptding sind Aldums aus verschiedenen Flüssen und das ist das Interessante. Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den Simon wahrscheinlich per E-Mail schreiben, oder? Dann bist du wahrscheinlich auch bereiter. Genau, sehr gut. Dann war es das erstmal für heute. Bei Fragen einfach melden. Danke fürs Zuschauen. Danke auch. Ciao. Ciao.